B1.2. Berechnen Sie den Umfang des Drachenvierecks MPQR und als Ergebnis haben wir stehen U gleich 14,76 cm. Ein Umfang, wenn man vom Bauchumfang ausgeht, ist ja einmal außenrum messen und so ist es auch beim Drachenviereck. Wir messen einmal außenrum, beziehungsweise wir brauchen die Strecken einmal außenrum. Das sind MP, PQ, QR und RM. Also können wir schon mal aufschreiben. Der Umfang lässt sich berechnen aus der Strecke MP plus der Strecke PQ plus der Strecke QR plus der Strecke RM. So, jetzt gibt es hier natürlich noch ein paar Eigenschaften zu finden, nämlich MP ist uns schon bekannt mit 4 cm, ist ja nichts anderes als der Radius. MR ist genauso lang, ist ja ebenfalls der Radius. Und zusätzlich können wir herausfinden, da wir hier eine Symmetrieachse QM drin haben, dass die Strecke QP genauso lang ist wie die Strecke RQ. Also können wir verkürzt folgendes schreiben: die Strecke MP mal 2 plus die Strecke PQ mal 2. So, Strecke MP kennen wir schon mit 4 cm, da müssen wir nichts berechnen, aber jetzt brauchen wir noch die Strecke PQ. So, wie kommen wir drauf? Wir suchen uns einen Dreieck, in dem möglichst viel bekannt ist und die Strecke PQ eine Seite von diesem Dreieck ist. Da finden wir zum Beispiel hier dieses Dreieck MPQ. Was kennen wir schon alles? Wir kennen MP mit 4 cm, wir kennen MQ mit 4 cm, ist ja ebenfalls der Radius dieser Strecke hier. Wir kennen hier diesen Winkel mit 50 Grad und diese Seite hier oben ist gesucht. Ich gehe jetzt immer so vor, ich gucke mal an, was ist es von Dreieck? Ist es rechtwinklig? Nein, beziehungsweise wissen wir nicht, also funktionieren Sinussatz oder Kosinussatz. Für den Sinussatz brauche ich zwei Seiten und zwei Winkel. Für den Kosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Wenn ich schnell den Sinussatz durchgehe, ich habe nur einen Winkel. Der liegt auch noch gegenüber der unbekannten Seite, also da bringt mir eigentlich in dem Fall gar nichts. Kosinussatz, ich habe zwei Seiten sind gegeben, der Winkel ist auch gegeben und die Seite gegenüber vom Winkel ist gesucht, also ich arbeite mit drei Seiten und einem Winkel, also funktioniert hier der Kosinussatz. Den setzen wir dann auch an. Wir können in der Formel dann nun den Kosinussatz nachschlagen. Seite 8. Und da ist er jetzt hier auf der rechten Seite zu finden. Hier steht der Kosinussatz a² ist gleich b² plus c² minus 2 mal b mal c mal Kosinus alpha. Das gilt jetzt natürlich nur für ein spezielles Dreieck. Wir müssen gucken, wie es hier in unserem Dreieck MPQ aussieht. Für den Kosinussatz am wichtigsten ist, jetzt hat sich was verschoben, dass wir immer mit der Seite anfangen, die gegenüber vom Winkel liegt, den wir einsetzen. Ja, Alpha liegt a gegenüber, deswegen a² ist gleich. Also beginnen wir auch mit der Seite, die hier gegenüber des gegebenen Winkels ist. Das ist die Strecke PQ. Also beginnt unser Kosinussatz dementsprechend PQ zum Quadrat ist gleich. Im Kosinussatz folgt jetzt die beiden anderen Seiten, also MP² plus MQ² minus 2 mal MP mal MQ mal Cosinus vom Winkel PMQ. So, und jetzt geben wir alles ein, was wir kennen. MP waren 4, also 4 Quadrat plus MQ waren ebenfalls 4. 4 Quadrat minus 2 mal 4 mal 4 mal Cosinus von, und das haben wir in der vorherigen Aufgabe schon angesprochen, da QM eine Winkelhalbierende ist, ist der komplette, also mit dem kompletten Winkel PMR mit 100 Grad, bleibt für PMQ 50 Grad übrig. So, das lässt sich jetzt über jeden Taschenrechner lösen, entweder einen Solver eingeben oder mit Hilfe der Wurzel. Ja, ich habe hier ein Quadrat oben stehen. Das löse ich mit Hilfe der Wurzel auf. Wurzel aus 4 Quadrat plus 4 Quadrat minus 2 mal 4 mal 4 mal Cosinus von 50. Tippe ich ein und dann erhalte ich eine Länge von 3,38 cm.
So, jetzt kenne ich alles von meinem Umfang. Das heißt, ich stelle nochmal auf. U ist gleich MP waren 4 cm, also 4 mal 2 plus 3,38 mal 2. Das rechnen wir jetzt noch aus und dann kommen die 14,76 cm raus. Ja, damit haben wir den Umfang berechnet und sind an der Stelle fertig.